So, mein lieben Update-Video. Gerade noch die Gewichte am Start, sozusagen, die paar Kisten. Kann ich jetzt eigentlich auch schon wegnehmen. Im Endeffekt passt das alles. Ja, ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal schon erwähnt habe. Ich habe zu viel Fußleisten gekauft, weil ich habe vergessen, dass ich so lang und hinten so ein U-Profil Kanäle legen möchte, wie jetzt der da liegt, sozusagen. Muss ich aber halt anpassen, alles. Wo halt Leitungen durchgehen vom Pokertisch für andere Datenleitungen, was auch immer, falls ich mal was verlegen möchte, damit es hier nicht im Weg rumliegt unten dann, ne? Das ist halt so der Plan. Ja, jo, Boden ist fertig, wie gesagt, die Leisten und so ist das geringste Thema. Aber ich habe angefangen, jetzt hier schon ein bisschen zu schleifen. Man sehen kann, anschleifen tue ich jetzt hier mit, keine Ahnung, mit 60er. Habe so viele verschiedene Varianten hier, kleine Nummer grob. Und dann bis zu fein. Ich werde wahrscheinlich danach mit einem 120er noch einmal rüber gehen und dann reicht das für mich. Wenn ich einmal alles abgeschliffen habe, dann nochmal mit 120er rüber und dann kann ich es lackieren. Aber wie man sehen kann, solche Stellen, ich will mir morgen nochmal im Bauhaus so Spachtelmasse holen. So ein Holzspachtel oder sowas, da ein bisschen zumachen kann hier die Stellen, damit es ein bisschen edel aussieht, genau wie da. Ein bisschen ein paar Stellen auch flicken, wie man hier sehen kann. Gab es ja auch, hatten ein paar Tierchen Hunger. Ja, ein bisschen schick machen, weil man sieht es ja auch hier an den Treppen selbst, dann, das werden wir später noch sehen, wenn wir das weggeschliffen haben, gibt es Probleme. Hier habe ich mir so eine Keile besorgt, die will ich im Endeffekt dann nicht. Ich habe mir da zwar einen Schnitt gemacht, wie man sehen kann vielleicht, mit einem Bleistift, aber ich werde dann noch ein bisschen weiter nach da gehen, das abschneiden, damit halt das nicht genau ganz eben ist, sondern so leicht nur. Und das werde ich halt dann sozusagen abschneiden und ich brauche das, damit ich dann darauf eine Acrylnaht legen kann, damit ich nicht komplett übelst viel Acryl reinschieben muss. So bleibt das wenigstens cool. Das werde ich dann da noch besorgen, mir da unten auch nochmal ein paar Keile, beziehungsweise die noch zurechtsägen, dass es dann dazwischen irgendwie passt. Und das mit Acryl dicht machen, genauso wie da oben noch. Und nachdem ich geschliffen habe, Acryl reingemacht habe, getrocknet habe, ich hoffe, bis morgen wird es schwierig, weil ich kann nicht im Laufe des Tages es schaffen. Genau wie halt überall ja hier auch dann später Acrylnaht gemacht werden muss. Hier hoch, da hoch. Überall alles schick. Genauso wie die Schraublöcher zumache. Dass halt dann, wenn das alles trocknet ist, einen Tag später, zapp, zerrapp, ich das Ding anfangen kann zu lackieren. Immer jede zweite Stufe trocknen lassen, nächsten Tag die andere Seite. Der Plan ist dann parallel entweder hier unten was zu machen oder ich fange oben den Flur an. Der muss auch noch gestrichen werden. Ja. Aber dazu dann später irgendwann mehr. Gut, kleines Update durch, wisst ihr Bescheid.